Penibel abgezählt sind sie, die 180 Plätze an der Kreuzkirche, die zuschauen dürfen beim Zopp-Duell im Viertelfinale des Hamburger Pokals. Eintracht Norder steht zu Gast bei Teutonia 05, Veselinovic, Coffee und Nick Briesewack, allesamt vor einem Jahr noch bei der Eintracht aus Norderstedt, der Regionalliga, fünfte in den roten Trikots von rechts nach links, in Besitz der leichten Favoritenrolle und der ersten Chance. Rico Borg in Richtung Nick Gutmann, ebenfalls Ex-Teutone, das ist eine Frage von Zentimeter. Die Gastgeber als Oberliga Zweiter hinter der TuS Dassendorf, damit qualifiziert für die kommende Regionalliga-Saison und auch mit ihrem ersten Abschluss durch Davidson Eden und Lars Huxoll, der zur Stelle ist. Im Vorfeld dieses Spiels haben die Teutonen gegen zwei Regionalligisten getestet. Keines dieser Spiele haben sie gewonnen. Heute trotzdem mutig und mit voller Power, trotz Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Das ist Volkmar, der bricht durch über die rechte Seite. Ball kommt in die Mitte und da rettet Philipp Koch vor dem lauernden Sinisa Veselinovic. Viertelstunde durch, Fehler im Spielaufbau bei der Teutonia. Das ist Kummerfeld mit dem Ball in Richtung Gutmann und dann Semir Svraka, der die eine entscheidende Hand an diesen nächsten gefährlichen Abschluss von Nick Gutmann bringt. Währenddessen in der Coachingzone Trainer Achim Hollerith, der es geschafft hat, seine Mannschaft mit Selbstbewusstsein auszustatten gegen den dezenten Favoriten aus Norderstedt. Davidson Eden mit dem langen Ball und dann der Gewinn von Norderstedt und der Konter von Knebel gegen zwei Mann und dann findet er Nick Gutmann, der ist auf dem Weg zum Tor, aber Semir Svraka mit einer überragenden Parade wirft sich ins kurze Eck und verhindert den Treffer. Eine halbe Stunde gespielt, ein toller Pokalfight bis hierhin an der Kreuzkirche und Nick Briesewack hat eine ganz besondere Idee und da wird ganz kurz der Puls bei Norderstedt mal schneller, da hat gar nicht viel gefehlt. Schlussphase des ersten Durchgangs, nochmal Teutonia, nochmal Briesewack. Der Freistoß nicht entscheidend geklärt, dann ist es die Direktabnahme von Dino Faslic über den Kasten. 0:0 zur Pause, ein Unentschieden als logische Konsequenz zum bis hierhin ausgeglichenen Spielverlauf. Hinein in den zweiten Durchgang, in dem die Kräfte auf beiden Seiten besonders aber bei den Teutonen nachließen. Jan Lüneburg nach 75 Minuten mit dieser guten Chance. Als alles schon nach Verlängerung roch, 11 Minuten vor dem Ende diese Ecke. Rico Borg, Chance lebt noch. Auch Gutmann hält den warm, bringt den Ball nochmal rein und da steht Jan Lüneburg und der macht das Tor, der macht das 1:0 für den FC Eintracht Norderstedt. Lüneburg am zweiten Pfosten allein unter Teutonen und trotzdem kämpft er sich dadurch und erzielt den vielleicht goldenen Treffer. Gibt es jetzt noch eine Antwort von den Gastgebern? Trainer Hollerith nimmt mit Schulze einen Verteidiger raus, bringt mit Abrahamian frisches offensives Blut. Rico Borg muss in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz aufgrund dieses Handspiels. Zusätzlich musste Kobatz verletzt runter. Norderstedt nur noch zu 9 und Teutonia mit letztem Mut und mit letzter Kraft. Briesewack nochmal mit dem Ball in den 16er. Der segelt durch auf Davidson Eden. Und Lars Huxoll, den bauen die ein Denkmal nach dieser Parade. Aber noch war es nicht vorbei. Es gibt nochmal einen Freistoß. Fabio Pardun aus 18 Metern. Den kannst du irgendwo aus der Elbe holen. Und das war's. Eintracht Norderstedt steht im Halbfinale des Hamburger Pokals. Schlägt Teutonia 05 samt Briesewack, Coffee, Veselinovic und Co. mit 1:0.
Ein Sieg der Emotionalität, ein Sieg des Kampfes, der letztlich verdient ist, aber der unglaublich viel Kraft und Schmerzen gekostet hat. Sie haben sich belohnt und stehen am kommenden Wochenende daheim im Edmund-Planbeck-Stadion im Halbfinale gegen Altona 93. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir dieses ganz enge Spiel am Ende gewonnen haben. Muss beiden Mannschaften schon ein Kompliment machen, wie die Mannschaften gestern auch. Wenn man aus 3 Wochen Training kommt, weiß, dass die Mannschaften natürlich nicht so fit sein können wie nach einer normalen Vorbereitungsphase. Dann zumindest bei uns mit 5 Angeschlagenen, das soll überhaupt nicht als Entschuldigung gelten, sondern das ist eine Folge davon, dass man eine Vorbereitungsphase nicht vernünftig priorisieren kann. Das, was hier gemacht wurde, trainingswissenschaftlich und sportmedizinisch überhaupt nicht haltbar ist. Ja, aber es wurde halt durchgezogen und die haben dann einfach dazu nur gesagt, wir nehmen sportlich, das haben wir heute angenommen, haben ein dramatisches Spiel gesehen mit am Ende unserem Siegtreffer und haben zum Schluss natürlich eine überragende Parade von Lasso diesen Sieg auch noch gesichert und damit fahren wir sehr glücklich nach Hause. Dankeschön. Wenn man nach 90 Minuten gewinnt, dann ist es verdient, ja, dann hat der Gegner das verdient und das akzeptieren wir und klar sind wir enttäuscht. Aber für uns heißt es jetzt weiterzuarbeiten, die vielen Neuzugänge weiter zu integrieren und wenn es dann die Runde losgeht, auch der OZ-Pokal wieder von vorne losgeht, dass wir da uns stetig verbessern und da bin ich guter Hoffnung.